Hallo und herzlich willkommen zu TV Allgäu Nachrichten am Mittwoch. Heute haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Abitur trotz mittlerem Schulabschluss. Einführungsklassen sollen Bildungsangebot verbessern. Setzlinge zum Tag des Baumes. Forstwirtschaftlicher Sprecher der Freien Wähler verteilt junge Bäume. Und mitmachen bei Aktiv erleben. In der Gruppe trainiert sich's deutlich leichter. MN Gerüstbau. Schnell, zuverlässig, leistungsstark. Ihr Gerüstbaupartner aus dem Allgäu. Wir stellen alles auf. Das sind die Jungs für Ihr Gerüst. Eigentlich ist es schon seit Jahren möglich, dass Real- oder Mittelschüler mit den entsprechenden Noten auf das Gymnasium wechseln können. Die Schulwahl nach der Grundschule ist also nicht ganz so endgültig, wie manch einer meint. Ausschlaggebend für den Wechsel waren bislang aber schlichtweg die Noten und genau da haperte es dann doch bei dem einen oder anderen. Um die Aufstiegsdurchlässigkeit im bayerischen Schulsystem zu verbessern, sollen nun sogenannte Einführungsklassen für Real- und Mittelschulabsolventen eingerichtet werden. Auch am Gymnasium Lindenberg soll es solch eine Klasse ab dem kommenden Schuljahr geben. Christina Lessig und Jonas Strobel mit den Einzelheiten. Spanischunterricht am Gymnasium Lindenberg bei Susanne Walter. Thema ist der Urlaubsort. Die Zehntklässler lernen alle erst seit diesem Jahr Spanisch. Spätbeginnend nennt sich das. Und das kommt auch Marco Kühnert zugute. Der 16-Jährige ist erst seit diesem Schuljahr auf dem Gymnasium, hat vorher an der Realschule Lindenberg den mittleren Schulabschluss gemacht. Doch der Jugendliche wollte mehr. Weil ich gemerkt habe, dass es keinen Ausbildungsberuf gibt, der mir jetzt wirklich zusagen würde und ich auch mich weiterbilden möchte und auch dann mein Abitur machen will und studieren möchte. Dass Marco nach dem mittleren Schulabschluss überhaupt aufs Gymnasium konnte, verdankte er seinen guten Noten und seiner engagierten Eigenleistung. Dass er vorher auf der Realschule war, fällt kaum noch auf. Meine Noten haben sich erstaunlicherweise sogar verbessert. Ich weiß nicht, an was es genau liegt, aber es ist wirklich sehr kompetente Lehrer und ist schon anstrengend, man muss schon mehr lernen, aber es geht eigentlich. Marco ist einer von drei Schülern mit mittlerem Schulabschluss, die seit diesem Jahr auf dem Gymnasium Lindenberg weitermachen. Als Pioniere bezeichnet Schulleiter Hermann Endres die drei Jugendlichen. Denn was sie geschafft haben, soll auch anderen im Landkreis Lindau ermöglicht werden. In den Städten haben wir seit Jahrzehnten schon spezielle Übergangsmöglichkeiten für begabte junge Leute aus den Realschulen, aus den Wirtschaftsschulen, die sie nutzen können. Ich habe selber in einer solchen Klasse unterrichtet. Ich träume immer noch davon. Es ist einfach toll. Diese Möglichkeiten haben auf dem Land gefehlt. Und als Schulleiter einer Schule in einer ausgeprägten, wunderschönen ländlichen Gegend bin ich natürlich froh, wenn ich meinen Schülerinnen und Schülern aus der Umgebung diese Chance auch bieten kann. Interessenten für die Einführungsklasse am Gymnasium Lindenberg sollten am 30.06. noch nicht 18 Jahre alt sein und den mittleren Schulabschluss erfolgreich absolviert haben. Ausschlaggebend sind außerdem nicht die Noten, sondern ein pädagogisches Gutachten der vorherigen Real-, Mittel- oder Wirtschaftsschule. Das soll bestätigen, dass der Schüler für das Gymnasium geeignet ist. Dort wartet ein spezieller Stundenplan auf die Neugymnasiasten. Also es werden grundsätzlich die Fächer unterrichtet, die dann auch in der 11. und 12. Klasse drankommen. Und zwar Mathematik wird zum Beispiel mit doppelt so vielen Stunden unterrichtet wie normalerweise in der 10. Klasse mit 6 statt mit 3 Stunden. Auch Deutsch kriegt eine Stunde mehr, Englisch kriegt eine Stunde mehr, Französisch kriegt je nachdem 1 oder 3 Stunden mehr auch. Und damit hoffen wir zu gewährleisten, dass eben dieser Übergang funktioniert. Außerdem findet ja schon eine Vorwahl statt. Ich wähle zwischen Wirtschaft und Recht und Geografie zum Beispiel in der 10. Klasse, was der normale Gymnasiast in der 10. noch nicht tut, sondern erst für die 11. Und da findet schon ein bisschen Spezialisierung statt und wir hoffen, dass es so ein geschmeidiger Übergang wird. Bei Marco und seinen zwei Mitpionieren hat es geklappt. Sie haben sich gut ins Gymnasium integriert. Eine Chance, die mit der Einführungsklasse in Lindenberg bald noch mehr Real- und Mittelschüler ergreifen können. Anmeldungen sind noch möglich. Formulare gibt es bei der Schule, an der mittlere Abschluss gemacht wurde, oder bei den Beratungsstellen. Übrigens gibt es auch an anderen Gymnasien im Allgäu ab Herbst Einführungsklassen. Laut Hubert Lepperdinger, dem Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Schwaben, werden an den Standorten in Füssen, Kaufbeuren und Kempten Einführungsklassen eingerichtet.
Ein anderes Thema. Heute vor 60 Jahren pflanzte der damalige Bundespräsident Theodor Heuss einen Ahorn im Bonner Hofgarten und begründete damit den Tag des Baumes. Der wird seitdem immer am 25. April, also heute, begangen. Ziel des Ganzen ist es, die Bedeutung des Baumes für den Menschen im Bewusstsein zu halten. Und genau dafür setzt sich auch der forstwirtschaftliche Sprecher der Freien Wähler im Landtag ein. Jedem ein Bäumchen. Zum Tag des Baumes gab es für die Kempner vom Landtagsabgeordneten Leopold Herz einen Setzling. Als forstwirtschaftlicher Sprecher der Freien Wähler im Bayerischen Landtag und als Landwirt weiß er um die Bedeutung des Baumes. Und das nicht nur für die Wirtschaft. Deutschlandweit stehen laut Statistik rund 35 Milliarden Bäume. Damit sind rund 30% der gesamten Fläche der Bundesrepublik bewaldet. Neben vielen Tieren, die hier ein Zuhause finden, bieten Bäume, zum Beispiel hier im Alpenraum, vor allem auch Schutz. Der Bergwald verhindert Hochwasser, Erdrutsche und Lawinen. Allein das schon ein Grund, sich für den Erhalt der Bäume einzusetzen. Und das nicht nur am Tag des Baumes. Ja, und bei mir ist jetzt der forstwirtschaftliche Sprecher der Freien Wähler im Landtag. Guten Tag, Herr Dr. Herz. Wir haben es im Beitrag gerade eben gesehen, da wurde es angesprochen. Speziell in den Bergen hat der Wald, der Bergwald, eine Schutzfunktion vor Hochwasser etc. Wie sieht es denn im restlichen Bayern aus? Welche Rolle hat der Wald da? Ja, zunächst mal, diese Funktion ist sehr wichtig. Wir wissen, gerade im Allgäu, am Alpenrand, haben wir viele gefährdete Hänge und da ist es sehr wichtig, dass der Wald gepflegt wird. Aber im restlichen Bayern hat der Wald ähnliche Funktionen, die er sonst ja hier im Allgäu auch hat. Ich nenne ein paar, zum Beispiel Grundwasserspeicher oder CO2-Speicher. Wir wissen ja, über das Blattgrün kann neue Biomasse erzeugt werden. Aber natürlich, wir sind dann eine Tourismusgegend. Da hat der Wald eine Erholungsfunktion und das ist sehr wichtig. Und die letzte Funktion, aber die wird jetzt zunehmend bedeutender, das wird der Wald als wichtige Antriebsfeder für die Energiewende. Und da sind wir gerade mittendrin oder im Grunde genommen erst am Anfang, denn da haben wir auch viele Zeitgenossen, die hier stark bremsen. Der Wald hat auch eine wichtige Wirtschaftsfunktion, bietet nämlich auch viele Arbeitsplätze. Ja, das wird natürlich unterschätzt, wenn ich richtig informiert bin. Der Wald ist mit den anhängenden Industrien die zweit- oder drittgrößte Branche. Das wird unterschätzt. Ich habe mir sagen lassen, über 3 Milliarden Umsatz im Jahr in Bayern. Und das sind ja Zahlen, die genau das bestätigen. Hier hängen sehr viele Arbeitsplätze. Das sollte man nicht unterschätzen. Aber durch die Energiewende sind hier natürlich ungeahnte Möglichkeiten und Potenziale. Da noch mehr drin. Wie steht es denn jetzt um unsere heimischen Wälder? Wir hatten in den 80er Jahren das Waldsterben durch den sauren Regen, jetzt den Klimawandel. Hat der negative Einflüsse auf die Bäume, auf den Wald? Ja gut, diesen sauren Regen hat man nicht vergessen, aber ich glaube, inzwischen sind wir mittendrin im Waldumbau. Und dieser Waldumbau erfordert natürlich ein Umdenken in der Forstwirtschaft, bei den einzelnen Landwirten, bei den Behörden, die da zusammenarbeiten. Zunächst mal ist natürlich die Fichte hier immer noch der Brotbaum Nummer 1, wenn ich das so sagen kann. Die Fichte gedeiht hier sehr gut und sie ist auch relativ klimaresistent. Wir haben natürlich gesehen, dass bei den Stürmen, die wir in den letzten 20 Jahren hatten, die Fichte als Flachwurzler teilweise nicht so widerstandsfähig war, wie das jetzt zum Beispiel die Tanne, die Weißtanne sein kann. Die ist ja ein Pfahlwurzler. Und hier müssen wir ein Stück Waldumbau betreiben. Also ich nenne Buche, Ahorn, Bergahorn, Tanne, Weißtanne. Und das alles zur Fichte als Mischung wird ein gutes Produkt ergeben, wird klimastabile Wälder machen. Aber ich warne davor, die Fichte völlig zu verdammen. Ich erlebe das manchmal, dass man sagt, die Fichte gehört hier nicht her. Hier gehören ganz andere Baumarten. Ich glaube, die Fichte ist hier sehr gut zu Hause. Sie wird die bestimmende Baumart bleiben. Und wir sollten das auch sehen im Sinne des Waldumbaus. Nur mit dem Miteinander können wir hier die Menschen leichter bewegen, das mitzumachen und zu gestalten. Jetzt, wir haben es vorhin angesprochen, der Wald ist auch Wirtschaftsfaktor. Immer mehr Leute jetzt auch durch den Klimawandel, durch auch steigende Preise im Ölbereich zum Beispiel, greifen zurück auf Holz, heizen damit. Wenn man den Wald jetzt umbaut, man hat mehr Mischwald, dann wächst der natürlich auch langsamer. Kann der Wald dann diese große Nachfrage überhaupt noch decken? Ja, da sprechen Sie natürlich ein ganz entscheidendes Thema an. In den letzten Wochen und Monaten haben wir ja gemerkt, dass es hier auch Blockaden gibt.
Zum einen, der Wald ist, ich habe die Funktionen schon benannt, vom Klimaspeicher über die Erholungsfunktion bis zu den erneuerbaren Energien. Also wir brauchen ihn als Bauholz, wir brauchen ihn als Materialien, auch in der Industrie, das wird häufig unterschätzt, und natürlich auch als Energieholz. Da gibt es ja verschiedene Zahlen, dass so etwa momentan ein Viertel schon für Energieholz aus dem Wald verwendet wird. Aber hier braucht man natürlich noch mehr. Und da braucht man auch Verständnis in der Öffentlichkeit. Sie haben sicher schon gehört, es gibt Zeitgenossen, die sagen, auch von der Bundesregierung kam, wir sollen 10% des Waldes stilllegen, 10% der Fläche. Ich sage, das können wir uns nicht leisten. Wir brauchen im Sinne der Energienwende jeden Quadratmeter als für nachwachsende Rohstoffe. Aber damit es nicht falsch verstanden wird, ich trete und meine Kollegen sehr für nachhaltige Waldwirtschaft ein. Das heißt nicht, wir wollen den Wald nicht ausplündern, wir wollen keinen Raubbau betreiben. Aber wir sagen, wenn ich einen Wald, einen Baum ernte, dann ist das Mindeste, dass ich einen Baum wieder pflanze. Und das ist in unserem, in meinem Sinne Nachhaltigkeit. Und in diesem Sinne war auch diese Aktion gedacht, die ich da neulich in Kempten gestartet habe, mit dem Bäumchen verschenken. Das soll zum einen auf Wald ist was Lebendiges, ein Bäumchen ist was Lebendiges, und auf die nachhaltige Funktion und auf die Energienwende sollte es darauf hinweisen. Okay, dann danke ich Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute weiterhin für die Arbeit für den Wald. Und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es hier weiter mit den Meldungen aus der Region. Bis gleich. Wir kümmern uns auch um kleine Aufträge. Preiswert, freundlich, kompetent. Nicht Billiges noch billiger, sondern Gutes extrem günstig. Küchentreff in Kempten, Immenstädter Straße. Mein Pferd und ich, wir sind die besten Freunde. Für unser Reiterlebnis haben wir einen ganz besonderen Partner. Reitsport Peter Meyer in Buchloe. Wir verwirklichen Träume für Western, Freizeit und Turnierreiter. Hier lässt es sich leben. Allgäupflege. Ob betreutes Wohnen oder die individuelle Pflege unserer Bewohner. Wir werden höchsten Ansprüchen gerecht. In familiären Wohngruppen schaffen wir eine einmalige Wohlfühlatmosphäre und ermöglichen Ihnen ein selbstbestimmtes Leben. Allgäupflege. Endlich Frühling. Und wir feiern die Party des Jahres. RT1 Tanz in den Mai. Montag, 30. April ab 21 Uhr im Memminger Kaminberg mit DJ Andy und dem RT1 Party-Team. Tickets an der Abendkasse. Alle Infos auf rt1-südschwaben.de. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu in Bayern. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Die Meldungen vom 25. April 2012. Die Polizei hat jetzt ein mögliches Familiendrama in Scheidegg aufdecken können. Dort hat ein dementer Familienvater unter Umständen monatelang mit seiner toten Familie unter einem Dach gewohnt. Die 80-jährige Frau und ihr 52-jähriger schwerbehinderter Sohn wurden jetzt von der Polizei in stark verwestem Zustand im Obergeschoss des Hauses gefunden. Woran die beiden gestorben sind, ist bislang ebenso unklar wie die Frage, ob der demenzkranke Vater etwas vom Tod seiner Frau und seines Sohnes gemerkt hat. Eine entfernte Verwandte der Familie hatte mehrfach versucht, diese telefonisch zu erreichen. Als das nicht gelang, benachrichtigte sie die Polizei, die die beiden Leichen nun fand. 7 Verletzte hat ein Unfall auf der A7 gestern Nachmittag gefordert. Ein Auto mit französischem Kennzeichen hatte aus bisher unbekanntem Grund auf Höhe der Anschlussstelle Woringen auf dem linken Fahrstreifen angehalten. Ein nachfolgendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und fuhr auf das mit 3 Personen besetzte Auto auf. Ein drittes Fahrzeug prallte bei dem Versuch, stehen zu bleiben, in die Mittelleitplanke. Alle 7 Insassen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro. Durch den Brand im Wertstoffhof in Pforzen Ende März ist der Boden nicht verseucht worden. Das haben nun Untersuchungen des Wasserwirtschaftsamts Kempten und der Bioverfahrenstechnik und Umweltanalytik GmbH ergeben.
Sie entnahmen im umliegenden Gebiet einzelne Bodenproben und überprüften sie auf mögliche Giftstoffe. In allen Proben wurden die Richtwerte nicht überschritten. Eine vor kurzem durchgeführte Luftmessung bestätigt diese Ergebnisse. Auch dort wurden keine erhöhten Schadstoffwerte gemessen. Bei dem Brand sind 1,5 Millionen Euro Sachschaden entstanden. Fast 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Verwaltungsrat der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren darf den Austritt der Ostallgäuer Kliniken beschließen. Das ist nun bei einem Treffen zwischen Vertretern der Kreisfraktionen und der Initiative Bürgerbegehren erläutert worden. Damit sind die Befürchtungen ausgeräumt, dass die Verwaltungsräte sich bei einem möglichen Austritt der Landkreiskliniken aus dem Kommunalunternehmen strafbar machen könnten. Weiter einigten sich beide Seiten darauf, die Diskussion über die Zukunft der Kliniken erst dann weiterzuführen, wenn das Ergebnis über die Höhe der Trennungskosten vorliegt. Mit diesem Ergebnis wird voraussichtlich Ende Mai gerechnet. Der Bürgerentscheid zur Bahnunterführung am Langweg in Lindau findet am 22. Juli statt. Das hat der Stadtrat gestern Abend entschieden. In einem Gespräch mit Vertretern der Bürgerinitiative sprach sich Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker heute Mittag für eine Unterführung aus. Im Gegensatz zu einer Brücke sei eine Unterführung sowohl beim Bau als auch beim Unterhalt billiger. Weiter sei bei einer Unterführung die diskutierte Tieferlegung der Schienen möglich, auch wenn die Bahn diese bislang immer abgelehnt habe. Nächste Woche findet in Kempten die erste Allgäuer Präventionsfachkonferenz statt. Experten aus den Bereichen Gesundheit und Sport stellen dabei verschiedene Möglichkeiten der gesundheitlichen Vorsorge vor. Wir werden einen der wichtigsten Sportwissenschaftler haben, Professor Huber von der Uni Heidelberg, und da kann sich, glaube ich, alle Besucher darauf freuen. Es gibt eine neue Gebrauchsanleitung, sage ich mal, für Prävention, nämlich täglich 30 Minuten. Hört sich ganz simpel an, aber die Leute, die dann in dem Vortrag hören werden, sagen so, ganz so einfach ist es nicht. Das Allgäu hat wirklich eine Premiere. Normalerweise ist das Ganze auf der WHO-Ebene, und hier ist man in Allgäu in Kempten Gast, zum ersten Mal in Premiere. Was hat es mit diesen täglich 30 Minuten auf sich? Wir werden über das Thema reden, was kann man im Kindergarten tun, in der Schule, ganz neu auch, was kann man im betrieblichen Gesundheitsmanagement machen? Was heißt denn das überhaupt? Ja, neben den Vorträgen gibt es auch ein breites Mitmachangebot, und das reicht vom Gehirnjogging bis hin zum Fitnesstraining mit neuen Geräten wie dem Flexibar. Los geht's am Mittwoch, den 2. Mai um 10.30 Uhr im Kemptner Kornhaus. Der Eintritt ist frei. Ein Elektriker hat sich gestern bei einem Arbeitsunfall in Bad Hindelang schwer verletzt. Der 53-Jährige war bei Arbeiten in einem Hotel in Oberjoch von einer Leiter gefallen. Bei dem Aufprall zog er sich eine Brustwirbelverletzung zu. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum gebracht werden. Der Kemptner Rennstall Abt Sportsline hat gestern sein Team für die DTM 2012 vorgestellt. Grund dafür ist der Saisonauftakt am kommenden Wochenende in Hockenheim. Die Audi-Fahrer Timo Scheider, Matthias Ekström, Rahel Frey und Adrien Tombay hatten dabei die letzte Gelegenheit, die neuen Audis zu testen. Ja, ein Rollout ist eigentlich nur ein Funktionstest, wo wirklich geschaut wird, ob alles funktioniert. Die Autos sind ja immer meistens in der Werkstatt zerlegt, und hier haben wir natürlich im ADAC-Sicherheitszentrum haben die Möglichkeit, uns wirklich die Autos so vorzubereiten, dass wir in Hockenheim, wenn wir sie ausladen, dann an der Rennstrecke keinerlei Probleme haben. Beim Test auf dem Gelände des ADAC-Fahrsicherheitszentrums in Kempten war eines besonders wichtig, den Boxenstopp zu üben. Hier geht es vor allem um Schnelligkeit beim Reifenwechseln. Das sind ja komplett neue Autos nach einem neuen Reglement. Das sind alles Audi oder Mercedes und BMW Coupés. Und die sind neu aufgebaut, und alle Autos haben einen technischen Stand. Erstmalig ist dieses Jahr auch BMW neben Audi und Mercedes bei der DTM vertreten. Und das waren die aktuellen Meldungen vom 25. April. Und wir schauen jetzt mal, was das Wetter in den nächsten Tagen so vorhat. Bei jedem Wetter preiswert waschen. Ihr Autowaschpark in Kottern, Sonthofen, Neugablonz und Mindelheim. In der kommenden Nacht wird es wolkig, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad am Alpenrand und 11 Grad am Bodensee. Der Donnerstag beginnt freundlich mit vereinzelten Wolken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad am Bodensee. Im Verlauf bleibt es freundlich mit ein paar vereinzelten Wolken. Es wird wärmer. Das Thermometer klettert auf bis zu 22 Grad. Zum Abend hin klart es auf.
Freitag wird ebenfalls sonnig mit ein paar Wolken und die Temperaturen steigen weiter an. Es werden bis zu 26 Grad erreicht. Der Samstag bleibt schön. Dabei klettert das Thermometer dank Föhn erneut auf bis zu 26 Grad. Am Sonntag kann es örtlich zu Schauern und Gewittern kommen. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas. Im Unterallgäu und am Bodensee sind bis zu 22 Grad vorhergesagt. Leckeren Käse und viele weitere Markenprodukte preisbewusst einkaufen bei Edelweiss im Factory Outlet Center in Kempten. Arnold bringt Sie bequem in die schönsten Wanderregionen. Gemeinsam aktiv die Landschaft erkunden. Gemütlich einkehren und die Tage genießen. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Der Unternehmergipfel Allgäu 2012. Das Forum für Unternehmer und Führungskräfte. Erhalten Sie wertvolle Impulse, knüpfen Sie neue Kontakte und lassen Sie sich von unseren Top-Referenten inspirieren. Erleben Sie Ihren Gipfelmoment am 14. und 15. Juni im Füssener Festspielhaus. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Jetzt finden Sie einfach und schnell Ihr neues Zuhause. Das Allgäuer Immobilienangebot in einer Online-Suche. Immobilien.all.de. Die neue Immobilienbörse der Allgäuer Zeitung. Immobilien.all.de. Belächelt wurden sie damals die Menschen, die mit Stöcken ausgerüstet durch die Landschaft liefen. Nordic Walking heißt die Sportart, die vor gut 10 Jahren ihren Einzug ins Allgäu hielt. Mittlerweile hat sich das Gehen am Stock als Sportart etabliert, vor allem auch, weil sie als besonders gesundheitsfördernd gilt. Kein Wunder also, dass Nordic Walking auch in das diesjährige Programm der Mitmachaktion Aktiv Erleben aufgenommen wurde. Worauf es beim Nordic Walking ankommt, haben wir beim ersten Treffen der Gruppe in Erfahrung gebracht. Außerdem waren wir beim ersten Lauftreff der Jogger dabei, denn auch das wird dieses Jahr bei Aktiv Erleben angeboten. Die Memminger Zeitung und TV Allgäu Nachrichten präsentieren Aktiv Erleben. Aufwärmen mit Martina Maurer und Max Meyer. Beide sind erfahrene Nordic Walking Trainer des TV Memmingen. Sie werden die Teilnehmer von Aktiv Erleben in den nächsten Wochen und Monaten betreuen. 12 Frauen und Männer aus Memmingen und Umgebung sind in den Stadtpark gekommen und wollen mit Nordic Walking aktiver leben. Und da heißt es eben, erstmal aufwärmen. Diese Mobilisation ist dazu da, um die Gelenke bereit zu machen, beweglich zu halten. Ganz wichtig, sollte man eigentlich ganz bewusst einmal am Tag machen. Kinder haben diesen Bewegungsdrang immer, die bewegen sich den ganzen Tag. Irgendwann hört sich das leider auf und man muss sich dann bewusst bewegen. Sollte man einmal am Tag machen, wenigstens die Wirbelsäule, dass man die in alle Richtungen bewegt und auch die großen Gelenke. Wer rastet, der rostet. Zu viel Aktionismus ist beim Aufwärmen aber nicht angebracht, sonst könnte man sich verletzen. Langsam dehnen und circa 7 Sekunden halten. Das gleiche gilt übrigens für das Dehnen nach dem Training, nur dass die Dehnung dann bis zu 30 Sekunden gehalten wird. Aber so weit ist die Gruppe noch gar nicht. Sie steht am Beginn des Techniktrainings mit Max Meyer. Die Nordic Walking Stöcke kommen dabei erstmal nicht zum Einsatz. Ohne Stöcke aus einem einfachen Grund, um die Basis zu erlernen, wie bewege ich meine Arme, wie bewege ich meine Beine, wie bewege ich meinen Kopf, über die Schulter zu arbeiten. Über das Abrollen von den Beinen zu erlernen, nicht das gestreckte Knie. Die Bewegungsabläufe sollen Schritt für Schritt automatisiert werden. Und das üben die Aktiv-Erleben-Teilnehmer hier im Stadtpark Memmingen. Typisch für Nordic Walking, ob mit Stöcken oder wie hier erstmal ohne, ist die Kreuzkoordination. Das heißt also im Klartext, wenn das Bein vorne ist, ist das Gegenbein hinten. Und auf der Seite, wo das Bein hinten ist, haben wir den Arm nach vorne im Prinzip und dabei nehmen wir ganz leicht die Schulter mit nach vorne. Auf der Gegenseite haben wir die Hüfte vorne. Indem die Arme beim Laufen bewusst mitbewegt werden, wird die Oberkörpermuskulatur gekräftigt,
die Herz-Kreislauf-Leistung verbessert. Und sobald die Stöcke zum Einsatz kommen, wird der Bewegungsapparat entlastet. Das ist gerade für Untrainierte oder Personen mit Übergewicht, Knie- und Rückenproblemen wichtig. Bei den Stöcken wiederum kommt es darauf an, dass man die richtige Größe sich kauft. Das heißt also Körpergröße mal 0,66 ergibt die Stocklänge. Und die Stocklänge soll eigentlich so sein, dass hier 90 Grad der Arm angewinkelt ist am Körper und 90 Grad nach vorne zeigt. Das ist die Größe vom Stock. Sobald die Technik passt, will die Aktiver Leben-Gruppe den Eisenburger Wald erobern. Dort hat die AOK vor kurzem mit Hilfe von Sponsoren einen weiteren Nordic Walking Parcours im Allgäu eröffnet. Das sportliche Gehen am Stock wird von der Versicherung schon seit langem empfohlen. Es ist auf alle Fälle eine Sportart für Jung und Alt, das ist der Vorteil. Jeder kann das nach seinem eigenen Tempo auch gestalten. Es gibt immer wieder neue Einflüsse, zum Beispiel reactive oder reaktiv mit diesen Handeln. Also es gibt immer wieder neue Impulse, um das am Leben zu erhalten. Also es ist nach wie vor nicht nur eine Trendsportart, sondern was wirklich mit Leben erfüllt ist und wo die Leute annehmen. Insgesamt rund 20 Kilometer stehen im AOK-Parcours Eisenburger Wald zur Verfügung. Informationstafeln geben immer wieder Hinweise auf die richtige Trainingsweise und weiterführende Übungen. Sie stehen entlang der drei Strecken. Es zeichnet den Parcours aus, dass er sehr unterschiedlich ist. Also je nach Strecke ist er auch mit Höhenunterschieden. Er ist ein Stück im Wald, ein Stück außerhalb. Also ist sehr, sehr abwechslungsreich. Und eben die drei Strecken, die für jeden etwas bieten. Sowohl vom Einsteiger bis zum Profi ist für jeden was dabei. Nicht nur für Nordic- oder Reaktivwalker ist der AOK-Parcours gedacht. Auch Läufer nutzen das Streckennetz durch den Eisenburger Wald. Aber auch beim Joggen gilt vor dem eigentlichen aktiver Leben-Lauftraining aufwärmen. Die individuelle Laufgeschwindigkeit der einzelnen Teilnehmer ist schon ermittelt worden. Das eigene Tempo grundsätzlich können wir das über Leistungsdiagnostik machen. Da werden die Grenzen ermittelt, die Vorgaben berechnet über die Herzfrequenz. Ansonsten sagt man grundsätzlich, der Hobbyläufer soll alle vier Schritte ausatmen und der Ambitionierte alle drei Schritte. Ja. Das sind so Grundregeln, die man eigentlich einhalten sollte. Also lockeres Reden sollte machbar sein. Die Erfahrung hat Max Raut gezeigt, dass gerade Anfänger oft zu schnell laufen und sich dann übernehmen. Deshalb sollte man sich eine Laufgruppe suchen, die im gleichen Tempo läuft wie man selbst. Wichtig ist außerdem die Regeneration zwischen den Trainings. Es gibt eigentlich für die Grundregel für die Läufe, das heißt 2-1 oder 3-1. 2-1 heißt zwei Tage Training, einen Tag Ruhe. Das gilt für die Anfänger in erster Linie. Die Ambitionierten können auch durchaus drei Tage laufen und einen Tag Ruhe machen. Aber ganz wichtig ist dieser Ruhetag. Das sollte man im Wochenverhältnis und auch im Jahresrhythmus so umsetzen. 2 Wochen Training, eine Woche ruhiger und 2 Drittel Training, 1 Drittel im Jahr ruhiger. Neben der Kleidung, die der Witterung angepasst und atmungsaktiv sein sollte, sind die Schuhe beim Laufsport entscheidend. Egal ob Nordic oder Reaktivwalking oder Joggen, Tipps fürs richtige Trainingsmaterial gibt's beim Fachhändler. Entscheidende Fehler beim Schuhkauf ist, wie gesagt, dass vorab schon keine Bewegungsanalyse gemacht wird, dass es einfach nur nach dem subjektiven Empfinden gekauft wird oder manchmal auch die Farbe eine entscheidende Rolle spielt. Aber wie gesagt, das sind einfach orthopädische Merkmale, die berücksichtigt werden müssen, um das dann den Sport oder das Nordic Walking und das Laufen so auszuführen, dass man das beschwerdefrei dann auch machen kann und keine Langzeitverletzungen dann resultieren auch. Mit diesen Tipps stehen den Aktiverleben-Teilnehmern sportliche Wochen in der freien Natur bevor und sie machen auch noch Spaß. Aktiv erleben mit freundlicher Unterstützung von AOK, Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim, DM Memmingen, Backhaus Häusler, Triumph Adler und Autohaus Rabus. Ja, und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Morgen geht es bei uns dann unter anderem um das Thema Hochwasserschutz in Lindau. Bei starken Regenfällen war in der Vergangenheit zum Beispiel die Asklepios-Klinik immer wieder von Überschwemmungen betroffen. Aber das soll sich jetzt durch neue Schutzmaßnahmen ändern. Wie die genau aussehen werden, das erfahren Sie morgen hier. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Passen Sie auf sich auf. Bis morgen. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.